Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Computer Cracks hier im März. Und es geht mal wieder weiter mit einem neuen Paket. Ist ja jetzt ziemlich lange her, dass wir wieder eins bekommen haben. Aber ich kann euch jetzt schon mal direkt am Anfang versprechen, dass es in der nächsten Zeit, ich würde mal sagen, in den nächsten 1 bis 2 Wochen, wir haben jetzt gerade hier Ferienzeit, Ostern, dass es in den nächsten 1 bis 2 Wochen ein neues Paket gibt, und zwar mit etwas Ähnlichem wie dem hier, nur mit Patronen und Gas. Nur mal so ein kleiner Vorgeschmack. Jo, dann machen wir das direkt mal auf, weil der Abholer auch schon drauf wartet. Ich weiß nicht, was dieses Dings hier ist. Wir haben ja wieder hier unsere tolle Abreißtechnik, die dieses Mal funktioniert. Ist natürlich wieder von Kotte und Zeller. Ich weiß nicht, warum die ihren Paketnamen nicht mehr draufschreiben. Papier natürlich. Dann haben wir einmal ein Pfefferspray und noch ein sauschwerer kleiner Teleskopschlagstock. Ich bin enttäuscht. Oh, ja, gut, da hat man sich zu früh gefreut. Ich wollte gerade schon sagen, wir haben wieder keinen Gutschein bekommen. Naja, wenigstens nerven die jetzt nicht mehr mit diesen komischen Weinanbietern. So, was dem einen oder anderen vielleicht aufgefallen sein dürfte an der Bildqualität oder so, wenn auch nicht, ist auch egal. Ich weiß ja nicht, in welcher Quali ihr diese Videos guckt, aber wir haben jetzt eine Sony Alpha 7S 1 und damit werden wir ein bisschen geilere Bilder haben, möchte ich auch mal hoffen. Und das Allerbeste ist, dass wir jetzt die Schusstests in Slow Motion machen können. Ja. So, kommen wir zu unserer Auflistung. Also, wir haben einmal ein Abwehrspray Anti-Attack 40 ml Jet Direktstrahl. Und dann ein LQ-Paketaufkleber. Ach so. Ah gut, das ist dann wahrscheinlich irgendwie, müssen die jetzt wahrscheinlich neu drauf, also jetzt seit neuestem drauf machen, weil wegen irgendwelchen Waffenbestimmungsrechten, keine Ahnung. Und dann gibt es noch den Mini-Teleskop-Schlagstock Silber. Insgesamt, also das Pfefferspray hat 6,98 Euro gekostet, also 7 Euro, war im Angebot. Und der Teleskop-Schlagstock war auch im Angebot, hat 15,98 Euro gekostet. Ich komme hier komplett durcheinander. Ja. Hier bei diesem Anti-Attack Pepper Defense Zeug handelt es sich um ein 40 ml Fläschchen. Kann ich jetzt nicht viel mehr zu sagen. Ist relativ handlich, aber etwas dick für die Hosentasche, würde ich sagen. Und dann sind wir auch direkt schon wieder beim Teleskopschlagstock. Den sollte man ja noch vom anderen kennen. Tada! Auch wieder sehr kurz. Lässt sich relativ leicht einklappen. Auch hier haben wir wieder diese Magnettechnik hinten drin, dass es nicht rausfällt. Hält auch einiges aus. Also wenn ihr da jetzt nicht unbedingt auf dem Rage mit rumhüpft, sollte das relativ gut klappen. Wieder der hochwertige, ich schätze mal, das ist Edelstahl. Ja, Edelstahlclip. Kann dann auch als so ein Verteidigungsstock genutzt werden. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die heißen. Wenn es jemand weiß, kann das ja mal in die Kommentare schreiben. Jo, und soweit war es das von der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es etwas kürzer war. Aber ich muss mich halt ein bisschen beeilen. Worauf ich noch gerne verweisen möchte, sind einmal 1000 Grad. Das ist noch ein anderer Channel von uns. Für die Interessierten, das betrifft jetzt alle Kanäle, für die Interessierten daran, können sich ja gerne mal darauf umsehen. Da geht es um das Thema Schmieden. Dann die Gruppe, das ist auch ein Channel von mir, wo ich mehrere Rollen gleichzeitig spiele. Ich würde jetzt mal behaupten, es ist ganz interessant. Könnt ihr euch ja mal angucken. Ich verlinke das alles unten in der Videobeschreibung. Und ja, hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen, wo es dann wahrscheinlich um ein etwas ausgefeilteres Exemplar einer Handfeuerwaffe geht. Dann bis zur nächsten Folge. Tschüss!